die Frage war jetzt bezüglich des Bauantrages. Es geht bei dem Bauantrag nicht nur um dieses Wasserbecken, sondern es geht konkret bei dem Bauantrag um das Wasserbecken plus Arrondierung plus der Aufschüttung für einen anzulegenden Rundweg, inklusive des Teils des Rundwegs, der parallel sozusagen zur Oberfläche verläuft. Der Ausflug dieses Wasserbeckens wird sozusagen auf der anderen Seite wieder dann als Wegedamm genommen und zerschneidet die Landgraswiesen, die die Berliner bis heute respektiert haben, in denen zufälligerweise dann auch die wertvollsten Brutreviere der Lerchen sind. Ich kann das nachher nochmal hier vorne zeigen, aber es ist konkret ein Antrag auf Baugenehmigung eines Sonderbaus, einmal des Wasserbeckens, der Arrondierung plus der Anlage des Rundweges, wovon ein Teil, ich nenne das immer ein Höhenweg ist, der bis 3,75 Meter die höchste Stelle hat. Das ist super, jetzt macht der Rechtsanwalt noch mal kurz weiter. Weil zu den Leichen kommen wir später noch. Okay, dann versuchen wir ein bisschen konkreter zu werden. Also grundsätzlich ist es so, dass ein solches Vorhaben im Außenbereich zulässig ist. Die Besonderheit des Außenbereichsvorhabens besteht darin, dass es eben an dem Punkt, wo es jemand errichten möchte, zulässig ist, wenn es in einem zweiseitigen Genehmigungsverfahren, also Antragstellerbehörde, zugelassen wird. Es gibt keine Öffentlichkeitsbeteiligung oder eine ähnliche Beteiligung. Im Außenbereich gibt es üblicherweise auch keine Nachbarn. Das ist ja hier auch so. Und nach der Gesetzeslage muss dann tatsächlich niemand beteiligt werden. Es werden Fachbehörden am Verfahren beteiligt. Ansonsten sieht das Gesetz für dieses Vorhaben an dieser Stelle keine Beteiligung vor. Vielleicht darf ich noch mal anders ansetzen. Also Sie müssen sich sozusagen die mindestens deutsche Welt, aber die anderen eigentlich auch, zweigeteilt vorstellen. Es gibt eben im Außenbereich noch überwiegte. Das ist das, was viele als freie Natur einschätzen, aber so frei ist sie ja auch nicht. Und es gibt den Innenbereich. Der Innenbereich ist üblicherweise bebaut auf Basis von Bebauungsplänen oder, weil da sowieso immer viel Bebauung war, weil man dann weitergebaut hat. Und da gibt es eine Vorschrift, die sagt, ich darf das ohne einen Bebauungsplan, wenn ich mich an die Umgebung halte. Also das, was ich mache, muss ich, das ist ein Stichwort, einfügen. Wie gesagt, im Außenbereich, und das ganze Tempelhofer Feld ist ja einer, kann eine Kommune, die ist die einzige, die das kann, also auch die Stadt Berlin, zu einem Innenbereich machen, indem sie einen Bebauungsplan fabriziert. Der Bebauungsplan transferiert den Außenbereich macht den Außenbereich zu einem Innenbereich und er darf dann dieser B-Plan-Bereich bebaut werden, und zwar genauso, wie es in dem Plan zugelassen wird. An diesem Planverfahren muss beteiligt werden, und zwar zum einen die Öffentlichkeit, zum anderen sogenannte Träger öffentlicher Belange. Es sind überwiegend Behörden, aber auch Verbände und Vertreter bestimmter Interessen. Erkennbar. Ich würde jetzt mal da kommen wir gleich nochmal. Sie sind jetzt schon beim Innenbereich und die Verfahren, die dann geführt werden, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich würde gerne noch einen kleinen Augenblick bei dem Wasserbecken bleiben und dann kommen wir wieder zu Ihnen zurück. Eine Frage noch zu diesem Außenbereich und diesem Verfahren Wasserbecken. Habe ich Sie richtig verstanden, dass keine Behörden, also es gibt ja Behördenbeteiligung und die Denkmalbehörde zum Beispiel wäre ja, wenn wir Tempelhofer Flughafen direkt nebenan haben, zum Beispiel eine interessante Behörde oder auch die Naturschutzbehörde, das ist alles rechtlich nicht vorgesehen. Doch, doch. Der Unterschied liegt darin, dass dieses Baugenehmigungsverfahren ein zweipoliges Verfahren ist. Es gibt einen Antragsteller und auf der anderen Seite eine Behörde, die zur Genehmigung für die Genehmigung zuständig ist. In dem Bebauungsplanverfahren, da gibt es
einen Veranstalter, die Kommune und hunderte bis tausende Beteiligte, die ihre Vorstellungen einbringen können. Genau das ist im Bauplanverfahren nicht so. Im Baugenehmigungsverfahren nicht so. Aber die Fachbehörden sind immer beteiligt. Das ist auch im Baugenehmigungsverfahren, also auch in diesem Verfahren, so vorgesehen und wird sicherlich auch so gemacht. Das heißt eben, Denkmalschutz, Naturschutz, diese Behörden wären zu beteiligen beim Wasserbecken, eben auch wenn es im Außenbereich geplant ist, richtig verstanden? Naturschutz auf jeden Fall. Bei der Denkmalbehörde ist immer die Frage, ob ein Vorhaben dieser Art ein Baudenkmal, das in der Umgebung steht, beeinträchtigen kann oder nicht. Also es sind die Behörden zu beteiligen, die irgendwas beizutragen. Das ist teilweise umstritten, wer das ist. Die Naturschutzbehörde in diesem Fall sicher. Okay, so jetzt haben wir sehr, sehr viele Wortmeldungen. Ich habe Herrn Wages als Ersten gesehen, dann habe ich ehrlich gesagt nur hier nach vorne geguckt und da hinten gucke ich erst jetzt hin, hier überall. Wir reden jetzt über den Außenbereich Wasserbecken, wollen wir das so trennen und dann erst über den Innenbereich oder? Ja, ne? Dann würde ich jetzt nochmal darum bitten, wer ganz konkret zu dieser Fragestellung Außenbereich Wasserbecken, Herr Häuser.